Der dritte Punkt ist jetzt, du leugnest die Tat nicht, aber du sagst, nicht nur Allah kann heilen, nicht nur Allah kann versorgen, sondern der Tote im Grab, der kann auch heilen. Es gibt Menschen zum Beispiel, die gehen zu den Grabstätten und zum Beispiel ein Ehepaar, das keine Kinder hat, zum Beispiel. Die gehen dann zu einem, der gestorben ist, jemand, der gottesfürchtig war in seinem Leben, der viel für seinen Jenseits getan hat, der bekannt war, dass er ein guter Mensch war. Nun ist er gestorben. Dann gehen diese Menschen zu ihm und sagen ihm, bitte gib uns oder hilf uns, dass wir ein Kind bekommen. Fragen nachher. Bitte hilf uns, dass wir ein Kind bekommen. Warum hat dieses Ehepaar diesen Verstorbenen gefragt und gebeten? Warum? Genau. Das heißt, sie benutzen ihn. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie denken, dass der Verstorbene selbst heilen kann, dass er göttliche Macht besitzt und er heilt. Oder wie einige sagen, wir glauben nicht, dass der göttliche Macht, a'udhu billah, der hat doch keine göttliche Macht, das ist ein Mensch. Ja, warum betest du ihn an oder bittest ihn? Ja, damit er Fürsprache hält bei Allah. Genau das Gleiche, was die Mushrikin gesagt haben. Wir bitten sie nur, damit sie uns Allah näher führen, zu Allah näher führen. Das ist genau das Gleiche, was die Mushrikin gesagt haben. Allah hat diejenigen, die die Götzen anbeten, um näher zu kommen zu Allah als Mushrikin genannt oder beschrieben. Und somit ist auch ein Mushrik derjenige, der zu einem Grab geht und diesen Verstorbenen entweder direkt anbetet oder direkt fragt, du Verstorbener, heile mich. Du Verstorbener, versorge mich. Du Verstorbener, gib mir ein schönes Leben. Das ist Schirk und Kufr, möge Allah uns darauf vorbewahren. Also,